Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Tagesgeheimnis am 1. April 2018. Liebe, Partnerschaft kommt Stabilität. Das trifft die Steinbock-Geborenen, die Jungfrau-Geborenen, die Stier-Geborenen, die Fischen-Geborenen, die Krebs-Geborenen, die Zwillings-Geborenen und die Wiedergeborenen. Auf anderen zuzugehen, die Kontakt suchen, Gefühlen, Interesse zeigen, damit im Liebe-Partnerschaft die Harmonie besteht, diese Aufgabe haben zurzeit die Skorpiongeborenen. Die inneren Gleichgewicht, das brauchen wir alle in die Liebe-Partnerschaft und das vermittelt die Wagengeborenen, die haben diese harmonisierende Energie zurzeit. Eine unangenehme Nachricht trifft die Steinbock-Geborenen und die Wiedergeborenen. Entweder führt es zu Streit, zu Missverständnissen oder macht wütend, weil das ungerechtigt ist. Mit dieser Herausforderung stehen gerade die Wiedergeborenen und auch die Steinbockgeborenen. Zuhören, was die andere meint, was die anderen sagt und da die Wahrheit zu finden, das ist wichtig, gerade bei den Wagengeborenen. Wo setzt man die Kraft ein? Das ist wichtig zurzeit bei den Krebsgeborenen, weil wenn das zu viel ist, dann verlieren sie, die Krebsgeborenen, die Kraft und fühlen sie sich müde und erschöpft. Also überlegen, in welcher Richtung die aktiv sind und wo setzen sie ihre Kraft ein. Und das war mein heutiges Tagesgeheimnis. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.